Heute zeige ich euch den Wonder Woman Pest Dispenser, den ich mit den entsprechenden Mate Parts zur American Mate aus der Tick-Serie umgebaut habe. Quasi customisiert. Die Diana ist ja klar, kennt man. Kann hier Mund aufmachen, unten rum am Kinn. Dann diese Mate-Klamotten, Body Parts. Die kann man so da drauf stecken einfach. Ist eine Schürze mit zwei Armen dran, beweglich. Auch hier noch artikuliert. Hatte diese tolle Karaffe dabei und ich glaube sogar auch noch ein Tablett. Und aber auch formschöne Füße für Pets mit Füßen. Okay.